Gehen wir weiter zur nächsten Gruppe. Das ist jetzt was ganz anderes. Da geht es nicht mehr um Sehen und um Connect. Hier geht es jetzt mehr um Hören. Und Nathalie Everding, Jennifer Kraft und Katharina Tussaid werden uns vorstellen, was man im Anwendungsfach E-Learning macht, nämlich am Beispiel von der Campuswelle wahrscheinlich, denke ich. Noch mehr. Und noch mehr. Ja. Bitte. Genau. Wir stellen euch das Anwendungsfach Media-Based Learning and Instructions vor. Und in diesem Anwendungsfach habt ihr mehrere Projekte, wo ihr eins oder mehrere, was euch gefällt, auswählen könnt. Genau, verschiedene Seminare und Projekte. Und eins zeigen wir euch, das Projektmanagement und Teamentwicklung. Ja, zu Projektmanagement und Teamentwicklung nur ganz kurz. Das war letztes Semester ein Projekt bei Frau Seufert. Das war ein Projekt in Kooperation mit dem Psychologen, beziehungsweise eigentlich nur Psychologinnen. Ist vielleicht für manche interessant, wer weiß. Dort wurden wir zusammen in Teams gesteckt und hatten ein kleineres Projekt, in dem wir eine Lernsoftware entwickelt haben. Und dann am Ende große Reflexionen darüber, wie die Teamentwicklung dort war und halt im Prinzip eigentlich eher so den Hintergrund reflektiert. Das war die Hauptarbeit davon. Genau. Wie die Kate ja schon gesagt hat, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, Seminare zu belegen. Ein weiteres ist der adressatenbezogene Einsatz neuer Medien. Und da wird dieses Semester ein Social-Media-Projekt in Ulm gemacht. Das geschieht in Kooperation mit der HNU. Und das Ziel ist eben, eine Konzeption im Social-Media-Bereich zu entwickeln. Und da gehen die jetzt zum Beispiel am Mittwoch auch zum Bürgermeister und reden da mit dem Herrn, der die Facebook-Fanseite von Ulm betreibt. Und da werdet ihr bestimmt nächstes Mal beim Streiflicht auch was drüber hören. Worum es bei uns jetzt hauptsächlich geht, ist die Campuswelle. Da machen jedes Semester so um die 20 bis 25 Leute mit. Und ein paar von unserem Team haben für euch jetzt mal so ein kleines Video zusammengestellt. Thank you.
So, was wollten wir jetzt damit zeigen? Bei uns findet jeder irgendwas, was er gerne macht. Und ja, was kann man überhaupt alles bei uns machen? Wir machen Beiträge, die vorproduziert werden. Wir haben Leute für einen Audioschnitt. Wir machen Interviews, entweder auch vorproduziert oder wenn man sich dann mal zutraut, eben live. Wir haben live, eine Live-Moderation und ein Marketing-Team, das zum Beispiel das letzte Semester ein Plakat gemacht hat, für die Facebook-Seite verantwortlich war, die Website, iTunes, Flyer. Ja, und bei uns ist eben kein Vorwissen nötig. Ihr bekommt Workshops, ihr werdet eingewiesen. Und das Schöne ist halt, man kann in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern. Genau. Dieses Semester ändert sich einiges bei uns. Wir sind nicht mehr bei Free FM, wie wir bisher gesendet haben, sondern wir machen ab sofort einen Online-Livestream. Genauere Infos dazu erfahrt ihr noch. Im Forum wird dann ein Plakat hängen und wir werden ganz viel Werbung machen. Hat verschiedenste Vorteile. Wir sind einfach wesentlich flexibler und können auch ganz andere Arten von Beiträgen veröffentlichen, weil sonst gab es immer ein bisschen Probleme, was darf man denn außerhalb der Uni sagen und was nicht. Zum Beispiel Uni-Partys waren da immer ein kritisches Thema. Und ja, deswegen sind ganz viele neue Herausforderungen da. Wie macht man das jetzt? Wie läuft das mit dem neuen Studio hier an der Uni? Und ja, genau, das ist so neu dieses Semester. So, und dass ihr mal einen Eindruck kriegt, was wir so gemacht haben. Es gab eine nette Gruppe, die hat zum Beispiel eine Beitragsreihe gemacht über Männer gegen Frauen. Ja, beispielsweise optische Wahrnehmung, also welches Geschlecht unbewusst welche optische Reize, wahrnehmen kann. Oder typische Klischees oder allgemeinen Wissenstest. Sehr interessant, könnt ihr euch alles auch angucken. Podcasts auf iTunes oder auf der Webseite. Oder andere Themen, Parkplatzproblem hier an der Uni, Wohnheimreihe. Wir hatten über Uni-Partys berichtet, die Ulmer Seilbahn, falls euch das was sagt, wenn nicht, anhören. Und geplant ist zum Beispiel als nächstes Carola Wenzel, kennt ihr alle? Also schaltet ein. Genau, also falls euch das jetzt interessiert, die verschiedensten Projekte, die da sind, schaut doch einfach mal vorbei. Und ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Wo? Ja? Es hat verschiedenste Gründe gehabt. A, wollten wir uns wirklich mehr auf die Uni konzentrieren und halt schauen, dass wir genau hier unsere Hörer haben. Und wir sind hier wesentlich flexibler, was die Zeiten angehen. Wir werden jetzt eine neue Sendezeit haben, montags von 16:30 bis 17 Uhr. Die passt uns wesentlich besser in den Kram. Und wir wollten eigentlich auch von der Uni aus senden. Das ist so ein, ja. Und wir sind flexibler, was Semesterferien und sowas angeht. Weil FreeFM hatte da natürlich dann immer eine Lücke in unserer Sendezeit. Und genau. Sonst noch Fragen? Nö, also ich sehe niemand, also dann Dankeschön.